2 habe ich jetzt. Hoppala. Los geht's. Oh, Alter. Sag mal, hast du dir in die Hose geschissen oder was? Das kann sich ja keiner mit angucken. Benutzen wir die anderen Trucks nicht auch schon längst als Deckung? Dass auch niemand von den Russen auf die Idee kommt, mal unter drunter zu gucken. Immer, hi. Hi. Oh, okay, da ist eine Kiste. Hier ist er. Ah, noch einer. Das ist cool. Huch. Alter, ey. Nee, ist doch nicht mehr gesund. Ja, können wir? Moment, ich kratze hier mal kurz was aus der Stiefel. Bereithalten. Bereithalten. Los. Oh, Alter. Ich bin nicht so schnell wie du, ja? Aber ich kann schneller aufstellen als er. Los. Ich bin hinter dir. So, das war eigentlich. Moment. Keine Bewegung. Scharfschütze. Notausgang im dritten Stock. Da vorne. Ausschalten. Wunderschön. Ausrücken. Dass ihn auch niemand vermissen wird, oder? Los. So. Das wäre jetzt eigentlich das an sich letzte Mal Action. Geh dann mal kurz nach oben. Für mich nehme ich sein Scharfschützengewehr holen. Nein, was anderes. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was. Genau. Oh. Stinger-Raketen. Verzeihung. Jawohl. Auf feindliche Aufklärung. Theoretisch, ich hätte jetzt eigentlich Lust dazu, eine Stinger abzuschießen. Ich meine, interessieren wird es wahrscheinlich eh niemanden. Oh, na komm schon. Nein, ich wollte gerade springen, aber hallo? So, ja, Macmillan, du wartest sauber. Ich bin stolz auf dich. Bereich gesichert. Hallo? Immer Wasser bleiben. Wir sind noch nicht durch. Ich finde das toll. Also ich will die Gegend auch mal echt besuchen. Halt. Vergiss es, das ist nur ein fehlender Köter. Man könnte ihn noch erst abschießen, allerdings würde es dann dazu kommen, dass... Ja. Aus dem Busch da hinten? Der sieht nicht allzu freundlich aus. Glaube ich. Abstand halten. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit halten. Irgendwo von hier... aus dem Busch, dann plötzlich so ein paar Hunde, Hundchen rauskommen, die uns dann alle angreifen. Ja, ein bisschen lieber. Ich hab leider kein Leckerli, aber du bist ja selbst beschäftigt. Rechts, sicher. Links, sicher. Vorderer Bereich, sicher. Hinterer Bereich, sicher. Mir, was das mal war. Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Bewegung. Hä? Wo? Ich will das echt mal alles besichtigen. Angeblich soll es hier auch irgendwo einen Teddybär geben, der auch in echt noch da steht. Ich weiß allerdings nicht, wo der jetzt ist. Ich finde es zumindest geil gemacht. Und auch dieser Platz hier und... Ja, los jetzt. Das Hotel da. Das steht alles auch wirklich noch, wie es im Original ist. Ich glaube, das da sogar auch.
wenn ich mich nicht irre. Also, es gibt nur noch ein Spiel, in dem es noch realistischer aufgebaut ist. Oder noch näher am Original. Wir sollten die Übergabe von dem oberen Stockwerk da aus beobachten können. Gehen wir. Jo. Ich überlege gerade nur, wie der hieß. Stalker, genau. Call for Pripyat. Wenn ich mich nicht irre. Und dieses Riesenrad gibt's auch und es ist göttlich einfach nur. Na, jetzt warten wir Stunden. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Nacht für Nacht. Dass einem nicht langweilig. Das Treffen läuft. Feindlicher Transport beim Vorstoß ins Zielgebiet gesichtet. Gib mal hier die G82. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Corioliskraft, das bedeutet dann, dass die Kugel nach rechts ausgeht. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakayev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Na komm schon. Verdammt! Ach Mist! Doch! Ich glaube, mein. Okay, jetzt ist gerade ein bisschen. Jetzt ist gerade ein bisschen mehr passiert, als eigentlich geplant war. Einmal die Warnung, dass dieser Helikopter da ist und gleichzeitig dann mein Schuss und dann noch, dass ich den Helikopter ausschalten soll und was weiß ich noch was. Oh. Cool. Delta 2-4, hier Alpha 6. Wir wurden entdeckt. Wiederhole, wir wurden entdeckt. Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Alpha 6, Big Bird ist unterwegs. Geschätzte Ankunftszeit 20 Minuten. Seien Sie pünktlich, unser Sprint ist schon knapp. Ende. Einfach hier jetzt durchgehen. Schau mal. Wow! Nein. Oh Gott! Auch gut. Wow, Moment, ich brauch Deckung, verdammt, ich brauch Deckung! Und eine bessere Waffe hier. Per hier. Wo bist du? Ja, das ging jetzt gerade ein bisschen schnell. Das macht aber an sich nichts. Okay, los! Ja, ich bin ja schon da. Weil die ziehen sich eh zurück. Also von daher ist es auch so ein bisschen, ne? Wobei ich jetzt, Moment, wie viele Optionen, Cheats, zwei Stück, mal kurz überlegen, wo die sind. Besser, man tötet den, sonst springt er einem hinterher. Ist echt so. Ich guck mich mal kurz überall um. Weil ich weiß, an einer Stelle wird's dann, sind wir dann zu weit. Ups. Ja. Naja, egal. Hab ihn. Ja, jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, wo die Claymore wo. Oh. Helikopter im Anflug! Runter mit ihm!
Er macht das schon alleine. Es ist egal, geht auch so runter. Okay. Oh, na gut. Achso. Er sagt jetzt zwar auf den Rotor zielen, aber... Bin ja schon weg. Er sagt zwar auf den Rotor zielen, aber... Scheiße, mein Bein! Kann mich nicht bewegen! Ja, ich nehme dich schon auf. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, musst du mir eine gute Stelle geben, von der aus ich Deckung geben kann. Der Evakuierungspunkt ist im Südwesten. Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Ziele nähern sich schnell. Bring mich zu einer guten Stelle, damit ich Deckung geben kann. Aber dass du nicht kriechen kannst, weißt du? Oh, oh. Böse. Ziele bewegen sich nach Osten. Er ist erledigt. Von da kommen auch schon welche. Oh Gott, nee. Immer so, die treffen einen kaum. Deswegen auch so eine Sache, einfach durchlaufen. Weil halt die auch immer wieder nachspawnen. Und er meinte auch gerade, auf den Heckrot, auf den Rotor schießen. Das bringt aber auch herzlich wenig. Warte, ich setz dich mal hier ab. Obwohl, es schießt noch keiner. Ah, nein, 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 nein. Er sagt auch vorhin auf den Heckrotor schießen. Ach komm, das schaffen wir. Und kein einziges Mal getroffen sogar. Perfekt. Ich durchsuche mal kurz alles nach. So, ich Heckrotor schießen. Allerdings musste man eben gerade auf den mit der G82 auf die schießen. Mal kurz umgucken. Nicht auf den Heckrotor, sondern aufs Cockpit. Ach nein. Ich weiß, hier sind ein paar Feinde. Das pisst an. Halleluja. Kurz durchladen. Es war nur einer. Und ich habe eben gerade zwei gesehen. Mann, ihr seid ja echt unfair. Gut. Ja, weiter ist gut, aber ich will mich trotzdem nochmal... ich weiß wo. Ich hoffe zumindest, dass ich weiß, wo der nächste Laptop ist. Oder der erste in diesem Level. Am härtesten wird es aber sein, den... ja, hier. Kurz gucken. Nicht hier nach oben müssen wir. Huch. Ich weiß, die Zeit läuft, aber es ist an sich genug. Jawohl, hier oben ist der.